Investitions- und Haushaltspolitik der Großen Koalition steht für eine neue Generationengerechtigkeit in Deutschland. Wir haben zwei historische Meilensteine zusammengebracht. Wir haben die Haushaltswende zur schwarzen Null umgesetzt und wir haben die Investitionswende vollzogen und erreichen mit meinem Investitionshochlauf einen Aufwuchs von 40% mehr für die Infrastruktur. Das ist nachhaltige Haushaltspolitik, das ist nachhaltige Investitionspolitik. Das war das Ziel der Großen Koalition, und genau das haben wir auch erreicht. Wir bleiben und wir sind führende Industrienation, Export- und Logistikweltmeister und Innovationsland Nummer eins. Unser Land steht wie kein anderes für seine lebenswerten Regionen. Wir bauen die stärksten Straßen- und Schienennetze der Welt, und wir bauen unsere Position als das digitale Leistungszentrum in Europa weiter aus. Dafür schaffen wir die Voraussetzungen. Das ist die neue Generationengerechtigkeit und der Erfolg der Innovation und Investitionspolitik der Großen Koalition. Allein in dieser Wahlperiode investieren wir 50 Milliarden Euro in unsere Infrastruktur. Das ist absoluter neuer Rekord. Das haben wir in der Vergangenheit so nie erreicht. Das heißt für das nächste Jahr, dass wir fast 14 Milliarden Euro in unsere Infrastruktur investieren und zum ersten Mal eine Investitionsquote in unserem Haushalt von 60% erreichen. Das ist der Maßstab, den wir setzen für die Zukunft. Und wir haben in der Tat auch gerade in dieser Woche noch mal den Bundesverkehrswegeplan im Ausschuss intensiv diskutiert mit seinen über 1000 Projekten, mit seiner übrigens zum allerersten Mal sehr klaren Finanzierungsperspektive. Das heißt, wir können ihn auch so, wie wir ihn entwickelt haben, umsetzen. Wir steigern die Investitionen und in die Modernisierung der Brücken. Und auch da gilt weiterhin klar meine Zusage, jede Sanierungsmaßnahme einer Brücke, die Baurecht erhält, die wird auch finanziert werden von uns. Wir stärken in der Tat auch die Deutsche Bahn mit einer Kapitalerhöhung von 2,4 Milliarden Euro und verbinden damit aber auch sehr klar die Erwartungen an Investitionen für die Bahnkunden. Wir beteiligen uns auch mit diesem Haushalt zum allerersten Mal am Bau von Radschnellwegen. Und wir geben 4 Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur aus und erreichen damit schon heute den dynamischsten Breitbandausbau in ganz Europa. Wir investieren über 1 Milliarde Euro in die Mobilität 4.0 mit alternativen Antrieben und Digitalisierung und steigern alleine die Mittel für das automatisierte und vernetzte Fahren jetzt auf 100 Millionen Euro. Der Haushalt 2017 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur ist damit der größte Investitions- und Innovationshaushalt, der jemals so im Deutschen Bundestag beschlossen wurde. Und es wäre schön, wenn Sie dies auch positiv kommentieren würden. Und das haben wir vor allem nicht dadurch erreicht, dass wir ideologische Feldzüge in die eine oder andere Richtung geführt haben, sondern das haben wir dadurch erreicht, weil sich unsere Politik an dem orientiert, was gesellschaftlich richtig ist, was ökonomisch notwendig ist, was ökologisch sinnvoll und volkswirtschaftlich geboten ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch ganz besonders den Verkehrspolitikern und den Haushaltspolitikern der Koalition danken, die es möglich gemacht haben, dass wir diesen Rekordhaushalt aufstellen und damit Maßstäbe für die Zukunft setzen. Die Leistungsbilanz der Haushalts- und Investitionswende, die neue Generationengerechtigkeit. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch eine klare Richtungsentscheidung, die wir getroffen haben, eine notwendige Richtungsentscheidung für mehr Mobilität. Und den kompletten Gegenentwurf zu dieser Richtungsentscheidung für mehr Mobilität, den konnten wir ja auch gerade hier, lieber Herr Krischer,
bei Ihrer Rede hören. Den konnten wir übrigens ja auch auf dem Grünen Parteitag sehen. In der Tat, diese Richtungsentscheidung wird nicht nur in der Mobilität getroffen. Wir stehen wohl 2017 ganz klar vor einer absoluten Richtungswahl, ob es mit uns Innovationen und Investitionen gibt oder ob es mit den Grünen Stagnation und Stillstand gibt. Das ist die Richtungsentscheidung. Ja, ja, Sie müssen sich Ihre eigenen Parteitagsbeschlüsse anschauen. Die Richtungsentscheidung heißt doch klar, Mobilitätsvorschritt mit uns oder Verkehrspessimismus mit Ihnen. Das ist die Auseinandersetzung, um die es geht. Das ist die Entscheidung, vor der die Menschen stehen in diesem Land. Ja, ich kann Ihnen ja auch gern einige Ihrer, Punkte vorlesen. Kfz-Steuer erhöhen, Sprit verteuern, Verbot von Verbrennungsmotoren. Sie kritisieren das Wachstum im Güter- und im Flugverkehr und ignorieren damit all diesen Punkten das klare Prinzip, ohne Mobilität gibt es keine Prosperität. Sie wenden sich gegen meine Rekordinvestitionen in die Infrastruktur, mit denen wir unsere Verkehrswege fit machen für die Zukunft. Sie sagen in Ihren Beschlüssen am Parteitag wörtlich, dem Wachstum hinterherzubauen, hat keine Zukunft. Ich sage Ihnen, unsere wirtschaftliche Zukunft braucht Wachstum, sonst funktioniert sie nicht. Ja, Wohlstand entsteht dort, wo Infrastruktur funktioniert. Das müssen Sie sich mal hinter die Ohren schreiben. Aber, lieber Herr Krischer, ich habe auch mit der Verwunderung festgestellt, dass Sie sich hier am Rednerpult ja zum Retter der Automobilindustrie aufschwingen wollen. Das scheint mir ja in der Tat die absolute Heuchelei zu sein. Sie streiten ja an Ihrem Parteitag sogar darüber, ob er mit der Automobilindustrie überhaupt reden darf. Das war doch eine lange Debatte bei Ihnen. Ja, und Ihr Vorzeigeverkehrspessimist Winnie Herrmann hat es ja sehr deutlich formuliert. Mit 750.000 Arbeitsplätzen ist die Automobilindustrie nicht so bedeutend, wie sie tut. Wörtliches Zitat. Ehrlicherweise muss man sagen, Sie waren da auch schon mal weiter. Ich kann mich da auch an schon ganz andere, ja durchaus fortschrittlichere Gedanken in Ihrer Fraktion erinnern. Herr Hofreiter, einer Ihrer Vorgänger, Rezzo Schlauch, der hat es mal sehr klar formuliert. Der hat gesagt, das Auto ist unverzichtbar, das Bedürfnis nach individueller Mobilität ist zu akzeptieren. Wir müssen unseren emotionalen Antireflex gegen das Auto beenden. Beenden Sie ihn endlich! Was wir brauchen, ist ein starkes Bündnis für Stabilität und Fortschritt, das unseren Wohlstand verteidigt und uns in einer verschärften internationalen Wettbewerbssituation an der Spitze hält. Dazu brauchen wir in der Tat die drei I's, Investition, Innovation und Infrastruktur. Und das geht mit der Politik, wie wir sie hier auch im Haushalt abgebildet haben. Wir müssen die Nullverschuldung fortsetzen. Wir brauchen neben der Schuldenbremse eine dauerhafte Investitionsquote für den Bundeshaushalt. Wir brauchen in der Tat flächendeckend die Entwicklung der Gigabit-Gesellschaft. Die Vernetzung aller Dinge bringt ein enormes Datenwachstum. Die Wertschöpfung daraus entsteht dort, wo dieses Wachstum abgerufen werden kann. Ich will das bei uns passiert, nirgendwo anders auf der Welt ist die Chance für die digitale Revolution größer als bei uns. Und deswegen sage ich auch sehr klar, dass das ständig und immer wieder formulierte Ziel vom 1-Gigabit-Netz, das ist mir zu unambitioniert. Wir müssen über komplexe Netze reden. Wir müssen an den komplexen Netzen und ihrer Erstellung arbeiten. Das Datenwachstum und die digitalen Anwendungen der Zukunft stellen völlig neue Anforderungen an unsere Netze hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Latenzzeiten. Und in Zukunft brauchen wir nicht einfach nur mehr Bandbreite. Das ist eine verkürzte Diskussion, sondern es geht weit darüber hinaus. Wir brauchen Echtzeitfähigkeit.
im Netz superniedrige Reaktionszeiten und eine neue Intelligenz der Netze, die unsere Infrastruktur in die Lage versetzt, Daten selbstständig zu verarbeiten, sie zu veredeln, schnellstmöglich entsprechend der Bedürfnisse und der Anwendungen zum Nutzer zu transportieren. Das muss man einfach zusammenbringen, wenn man eine erfolgreiche digitale Revolution auch durchführen will. Als Beispiel: ein automatisiertes Fahrzeug braucht für die Echtzeitkommunikation superniedrige Latenzzeiten. Für einen HD-Stream auf der anderen Seite brauchen Sie große Bandbreite. Das heißt, uns geht es jetzt darum, dass wir die intelligenten Netze bauen, die die unterschiedlichen Themen zusammenbringen. Da haben wir mit der Netzallianz Digitales Deutschland, die wir gegründet haben, einen klaren Fahrplan vorgelegt. Und unser Ziel ist es, gemeinsam Politik und Wirtschaft in den nächsten Jahren bis 2023 100 Milliarden Euro in den Ausbau der Netze zu investieren und damit sowohl die Breitbandtechnologie als auch die neuen Mobilfunkstandards 5G auf den Weg zu bringen. Das ist ein Erfolgsmodell, um eine Gigabit-Gesellschaft in Deutschland auch umzusetzen, meine Damen und Herren. Ja, und in der Tat müssen wir Innovationsführer bei der Mobilität 4.0 bleiben. Es geht um das automatisierte Fahren, es geht um die Vernetzung der Verkehre, es geht um die Antriebswende zur Elektromobilität. Wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine Veränderung im Bereich der Automobilität erleben wie in Jahrzehnten vorher nicht. Das sind die größten Herausforderungen, vor der wir stehen. Der Wettbewerb wird in der Tat international deutlich härter. Alle großen Industrienationen arbeiten daran, uns in einer Kernkompetenz automobile Technik auch im Wettbewerb zu stellen. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Kernkompetenz erhalten, dass wir das Automobil digital weiterentwickeln, dass wir den Sprung zur Elektromobilität an der Spitze gestalten. Das geht auch nur mit flächendeckender Ladeinfrastruktur, die wir auch mit diesem Haushalt aufbauen, mit 300 Millionen Euro, mit dem automatisierten und vernetzten Fahren. Wir sind mit unserem digitalen Testfeld Autobahn auf der A9. Diejenigen, die den Leuchtturm gesetzt haben auf der Welt, die erste intelligente und voll digitalisierte Straße, die in der Lage ist, zwischen Auto und Infrastruktur auch zu kommunizieren. Das werden wir jetzt auch auf Stadtkomponenten erweitern und die Grundlage dafür legen, dass Deep Learning Systeme, dass künstliche Intelligenz auch bei uns entwickelt wird, zum Produkt, zur Produktreife gebracht wird, umgesetzt wird und dann auch Arbeit, Wachstum und Wohlstand in diesem Land generieren kann. Das verstehe ich unter Mobilität 4.0, dass wir das genau Digitalität umsetzen in unserem Land. Und zu einer zukunftsoffensive Digitalität und Modernisierung gehört auch eine Zukunftsoffensive für Start-ups. Die Innovationskraft der jungen Unternehmen wollen wir nutzen. Und dazu gehört, dass wir einen schnellen Zugang zu Kapital schaffen, dass wir Open Data zur Verfügung stellen. Wir machen das in meinem Haus mit der M-Cloud und dem M-Fund, also der M-Cloud der Mobilitätsdaten, die wir frei zur Verfügung stellen, und dem M-Fund mit 100 Millionen Euro, mit dem wir die Early-Stage-Phase der Mobilitäts-Startups mit unterstützen. Aber auch hier muss es weitergehen. Und deswegen ist es dringend geboten, dass wir uns auch darüber unterhalten, wie können wir noch mehr Finanzkraft zur Verfügung stellen, damit gerade junge Startups nicht das Gefühl haben, sie müssten in andere Regionen der Welt gehen, um ihr Produkt dann umzusetzen und zu vermarkten, sondern das muss alles bei uns möglich sein. Wir haben große Standorte mit Berlin und München, die super attraktiv sind, auch gerade für die Startups dieser Welt. Und jetzt geht es darum, auch einen Dachfonds zu entwickeln, in dem auch der Bund Finanzen in die Hand nimmt und dafür sorgt, dass die nötige finanzielle Unterstützung für die jungen Ideengeber vorhanden sind.